Jo, los zu einer weiteren Folge auf dem Kanal. Und ja, also wie ihr schon im Titel seht, werde ich euch heute die Woche 2 von der Season 4 Challenges leaken. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postbewertung und ein Abo da. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Und ja, die erste Challenge heißt: Such bzw. öffne 7 Kisten in Greasy Grove, Leute. Das ist wieder so eine meiner Meinung nach Abfuck-Challenge, weil eben da so viele Leute dahin gehen, aber was soll man machen? Aber meiner Meinung nach ist es nicht allzu schwer, weil in Greasy Grove sowieso so viele Häuser sind und du da sowieso viele Kisten findest. Also es ist nicht allzu schwer, Leute. Und ja, sonst würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Challenge. Und zwar haben wir: Benutze 7 Hop Rocks bzw. Hüpfbrocken. Das sind nichts anderes als die Kristalle, die zum Beispiel in Dusty Depot oder Risky Reels sind. Also dort, wo überall dieser Meteorit eingeschlagen ist. Aber zum Beispiel auch in Tele Towers. Das sind diese Hüpfkristalle bzw. Hop Rocks. Und davon sollt ihr 7 benutzen. Ist, glaube ich, auch nicht allzu schwer. Also, ist, glaube ich, die erleichterte Challenge, die es hier gibt, weil du musst einfach nur 7 einsammeln. Und wenn du in Dusty Depot gehst, kriegst du 20 Milliarden gefühlt. Also wird wohl nicht allzu schwer sein. Und ja, dann kommen wir zur dritten Challenge. Und zwar heißt die Challenge: Verursache 500 Schaden mit schallgedämpften Waffen, wie ihr schon im Hintergrund seht. Und ja, 500 Damage ist schon relativ viel, generell mit schallgedämpften Waffen, weil du da generell die Waffen nicht so geil sind irgendwie. Schallgedämpfte Pistole, schallgedämpfte, ja, was gibt's da alles noch? Also meiner Meinung nach sind das nicht die geilsten Waffen. Und ja, aber 500 Damage ist auch nicht so schwer. Ja, es ist immer so, du musst halt mit den Waffen mitspielen, aber ich glaube, es geht eigentlich. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir gleich zur vierten. Und zwar heißt diese: Tanz 7-mal vor unterschiedlichen Filmsätzen. Ihr wisst ja, es gibt unterschiedliche Filmsätze jetzt auf der Map. Zum Beispiel in Mosty Maya gibt es ein großes Filmset. Oder in, ja, in Risky Reels gibt es auch in dem Haus ein großes Film. Also es gibt überall Filmsets, Leute. Es gibt auch zum Beispiel in Salt gibt es einen versteckten Keller, ein Filmset. Da musst du einfach nur tanzen. Also stell dich da hin und tanzt einen Tanz und dann habt ihr die Challenge. Das solltet ihr 7-mal machen. Das ist, glaube ich, auch nicht allzu schwer. Und ja, wenn wir noch zur fünften Challenge kommen, und zwar heißt die fünfte Challenge, die etwas ein bisschen schwieriger ist, aber die ist wahrscheinlich auch dann wieder geleakt. Und zwar hier: Suche zwischen einer Vogelscheuche, einem pinken Auto, einem pinken Hot Rod, Leute, und einer großen Leinwand, beziehungsweise einem Big Screen. Natürlich kann man die Sachen jetzt nicht eins zu eins übersetzen, weil generell die Wörter mehrere Bedeutungen haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so heißen wird. Und ja, also das muss man, diesen Stern muss man dann wieder suchen und dann einsammeln. Aber ja, die Route wird meistens eh schon wieder geleakt am gleichen Tag, wenn es rauskommt. Also macht euch da keinen großen Kopf drauf. Geht dann wieder auf YouTube und sucht euch irgendein Video, wo das gezeigt wird. Und ja, dann kommen wir zum sechsten Punkt, beziehungsweise zum sechsten Challenge. Und zwar müssen wir 3 Gegner mit einer explosiven Waffe töten. Also zum Beispiel einen Rocket Launch, einen Granatwerfer, ja, mit Granaten, Leute. Also einfach 3 Kills mit explosiven Waffen machen. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Rocket Launcher hat, wird es wohl extrem leicht werden. Aber wenn man die ganzen 100 nur irgendwelche Granaten findet, wird es schon ein bisschen schwerer werden. Aber man soll auf jeden Fall 3 Kills mit explosiven Waffen machen. Und ja, Leute, kommen wir noch zur letzten Challenge. Und zwar müssen wir bei der letzten Challenge 3 Gegner in Tomatoton töten. Das ist auch wieder so eine hart leichte Challenge, Leute. Also generell die ganze Week 2 Challenges, also alle, die von der Woche 2 sind, so easy, Leute, so easy. Also was die da bei sich gedacht haben, ich weiß es nicht. Ja, was soll man einfach machen, Leute? Es ist halt einfach so, muss man hinnehmen. Ich hoffe einfach bei Woche 3 werden die Challenge ein bisschen schwieriger, Leute. Und ja, sonst noch gibt es zu sagen, also die ersten 4 Challenges sind wieder 5 Sterne, wie ihr im Hintergrund seht. Und die letzten 3 sind wieder 10 Sterne, also hart Anführungszeichen. Und ja, sonst gibt es also nicht mehr sagen. Das war die Leaks von der Woche 2. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, eine positive Bewertung und ein Abo da. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world